Nun, welche Ausrüstung brauchen wir zum Pétanque-Spielen? Zuerst einen Kugelsatz mit drei Kugeln. Der Durchmesser muss zwischen 70,5 mm und 80 mm liegen. Das Gewicht zwischen 650 Gramm und 800 Gramm. Wir brauchen dazu Zielkugeln, die auch Cochonnet, Schweinchen oder Sau genannt werden. Die können aus Kunststoff oder Holz sein. Das Gewicht muss zwischen 10 und 18 Gramm liegen, bei einem Durchmesser von 3 cm und einer Toleranz von plus minus einem Millimeter. Dazu brauchen wir noch ein Tuch, um die Kugeln abzuwischen, damit wir sie richtig führen können und so bessere Ergebnisse erzielen. Einen Ring brauchen wir auch noch. Der muss einen Innendurchmesser von 50 cm haben. Und schließlich, denkt an ein Maßband, denn bei einem unklaren Punkt wird das euer Schiedsrichter sein. Natürlich ist auch das Material wichtig, aber vergesst nicht, der Spieler macht den Unterschied. Auf geht's zur nächsten Runde.